Ja, Klaus, lass uns doch mal mit einer ganz persönlichen Frage anfangen. Es ist jetzt fast 8 Monate her, seit du zum Vorstand Fußball und Entwicklung, Kommunikation und CSR berufen wurdest. Wie gut hast du dich in deiner alten sportlichen Heimat schon wieder eingefunden? Puh, ja, eigentlich, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass das jetzt schon 8 Monate vorbei sind. Also nach den ersten Tagen, klar, dann muss man sich einleben, man muss erstmal die Kollegen kennenlernen, muss sie auch so ein bisschen beschnuppern. Aber dann ging es eigentlich recht schnell und ich bin ganz schnell auch wieder in den alten Rhythmus gekommen, den ich aus den anderen Stationen schon kannte. Und nee, ich kann auch sagen, dass ich eben überall das Gefühl bekommen habe, Mensch, du bist willkommen und wir wollen gerne zusammenarbeiten. Also von daher fühle ich mich sehr wohl. Jetzt steht Fortuna in einem ziemlich harten Wettbewerb hier im Westen. Was sind die größten Herausforderungen, die gelöst werden müssen, um nachhaltig Erfolg haben zu können? Ja, wo fangen wir da an? Mit dem Ei oder mit der Henne? Ne? Das ist die Frage. Ich glaube, der Schlüssel, um nachhaltig erfolgreich zu sein, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, ist, glaube ich, die Zugehörigkeit zur ersten Liga. Ich glaube, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das muss auch mittelfristig, muss das unser Ziel sein, wieder zurück in die erste Liga zu kommen. So, und darauf aufbauen, glaube ich, kann man sehr, sehr viele Dinge machen und kann sich, glaube ich, auch dann mit der Konkurrenz, die nicht nur zahlreich hier um uns herum ist, sondern auch von der Qualität her ausgesprochen Gutes messen. So, aber um dahin zu kommen, ja, müssen wir natürlich sehen, dass wir auch unsere Rahmenbedingungen verbessern, dass wir uns finanziell nach und nach besser aufstellen. Das weiß jeder, dass die Mittel in der zweiten Liga nicht so sind, dass man große Sprünge machen kann. Da muss man schon sehr kreativ sein, muss nicht nur gut sein, sondern muss auch das Quäntchen Glück haben, um wirklich auch richtige Entscheidungen zu treffen. Also das sind die Dinge. Und wir müssen natürlich, ich will jetzt nicht nur über die sportliche Qualität reden und die finanzielle Seite. Und wir müssen auch als Verein an sich müssen wir unseren Weg finden. Wir müssen sehen, dass wir wirklich unsere Kräfte bündeln, dass wir einfach gut sind und dass wir zusammenstehen und dass wir alle gemeinsam eben dieses große Ziel, wieder zurück in die erste Liga zu kommen, dass wir das gemeinsam verfolgen. Du hast von Rahmenbedingungen gesprochen. Was meinst du genau damit? Ja, Rahmenbedingungen sind auf der einen Seite natürlich ist es die finanzielle Ausstattung, eben um die Dinge umzusetzen, die man im Kopf hat. Das heißt, wie man eine Mannschaft zusammenstellen möchte, aber auch wie man in den Nachwuchs investiert. Da hat es ja einen ersten Schritt schon gegeben mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Aber das kann nur ein erster Schritt sein. Auch da werden wir uns weiterentwickeln müssen. Aber darüber hinaus ist es, meine ich mit Rahmenbedingungen, denke ich an die Infrastruktur, die wir hier eben haben. Wir haben ein tolles Stadion, aber da ist dann eigentlich auch schon Schluss. Wir haben ordentliche Trainingsplätze, das hat sich in den letzten Jahren auch erheblich verbessert. Aber wir haben zum Beispiel kein Funktionsgebäude für unsere Profimannschaft und auch nicht für unsere U23 und U19. Das sind Dinge, die wir mit Hochdruck angehen müssen, um einfach konkurrenzfähig zu sein. Das sind Dinge, das sind Voraussetzungen, die nicht nur die großen Clubs um uns herum haben, sondern wir sind ja das ganze Jahr jetzt in der Republik unterwegs und dann sind wir in Aue, dann sind wir in Darmstadt, dann sind wir in Sandhausen, dann sind wir in Heidenheim. Da gibt es das alles schon. Und deswegen, glaube ich, sind wir da sehr gefordert, eben dort auch ganz schnell diese Voraussetzungen zu schaffen. Schauen wir auf das Sportliche dieser Saison. Fortuna spielt bis zum Ende um Platz 3 mit. Wir können zwar in diesem Moment nicht in die Glaskugel reinschauen, also unabhängig vom Ausgang. Wie blickst du auf die Saison zurück? Hast du Verständnis dafür, wenn Kritiker diese Spielzeit als Enttäuschung werten? Also, wir haben es leider nicht mehr in der Hand. Das ist es einfach so. Wir müssen darauf hoffen, dass Hamburg Punkte lässt, dass Greuther Fürth Punkte lässt, an Kiel und Bochum, glaube ich, nicht mehr, dass wir daran schnuppern können. Also, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Das große Wunder, das gibt es manchmal im Fußball und wir sollten eben alles dafür tun, dass dieses Wunder dann auch eintreten kann. Das heißt, das Spiel gegen Aue zu gewinnen und dann in Fürth am letzten Spieltag auch zu gewinnen. Schöner wäre noch gewesen, wenn wir auch gegen Braunschweig gewonnen hätten, dann wäre diese Wahrscheinlichkeit nämlich noch recht groß gewesen. Also von daher, das ist jetzt mal die Situationsbeschreibung im Moment. Also die Hoffnung ist da, wir haben da noch nicht einen Haken dran gemacht und sagen so, jetzt müssen wir es im nächsten Jahr angehen.
Die Saison an sich war ja auch für mich, ich bin ja am dritten Spieltag bin ich dazugekommen und da waren ja schon viele Dinge, waren ja angeschoben und ich habe das ja auch mitbekommen, dass man einen ganz schwierigen Start hatte, dass das Vorbereitungstrainingslager mit einem Rumpfteam begonnen wurde und dass man da sehr viel improvisieren musste und dann gab es am Anfang doch viele Verletzungen. Dann hatten wir sehr viele Spiele, die wir in Unterzahl gespielt haben. Also all das, was man sich eigentlich nicht wünscht für einen Auftakt einer Meisterschaft, damit haben wir begonnen und haben dann aber doch so nach und nach die Kurve bekommen, haben eine tolle Serie hingelegt, bis kurz vor Weihnachten. Dann leider das ärgerliche Aus gegen Rot-Weiß Essen, was uns, glaube ich, auch für den weiteren Verlauf der Saison, glaube ich, nicht gut getan hat. Also insgesamt war es wirklich ein Auf und Ab. Aber was man sagen kann, ist, dass wir doch insgesamt eine Entwicklung sehen bei der Mannschaft. Immer mal wieder unterbrochen von Ergebnissen, die man nicht so recht verstehen kann. Und auch immer wieder unterbrochen auch von Verletzungen. Dann haben wir auch einige Corona-Fälle gehabt, gerade zum Schluss auch in einer wichtigen Phase. Ist es Kenan Karaman, der uns dann nicht zur Verfügung gestanden hat. Viele Verletzungen über einen längeren Zeitraum. Emma Ioa hat uns ja eigentlich gar nicht zur Verfügung gestanden. Auch Schinter, der zum wichtigen Spieler geworden ist, hat auch oft gefehlt. Also es zeigt schon, dass wir immer sehr, dass es eigentlich immer wieder wechselhafte Voraussetzungen waren, mit denen wir arbeiten mussten. Also von daher, ja wirklich ein Auf und Ab, aber im Kern doch eine Mannschaft, die sich positiv dargestellt hat, von der Art und Weise, wie sie die Dinge angegangen ist. Wir haben es immer gesagt, also man kann sicher, das eine oder andere Spiel kann man kritisieren, kann sagen, da haben wir keine gute Leistung gebracht. Aber was fast durchgehend und da sage ich fast zu 100%, was man sagen konnte, ist, dass die Mannschaft immer alles gegeben hat. Und das muss der Mannschaft wirklich zugutehalten. Den Leuten, die sagen, das ist eine Enttäuschung. Ja, wenn man dann am Ende, jetzt spielen wir das mal durch, also wir werden nicht aufsteigen oder werden nicht die Relegation schaffen. Klar, dann ist es das Ziel, was wir mal propagiert haben, das werden wir dann nicht erreicht haben. Aber wir haben aber auch zu Anfang der Saison auch schon gesagt, dafür müssen viele, viele Dinge müssen zusammenkommen. Und die sind nicht so komplett zusammengekommen. Also von daher ist die Tatsache, dass wir eigentlich bis zum Schluss dabei waren, das ist positiv zu sehen, aber dennoch, klar, wäre es in diesem Jahr sicher drin gewesen, aufzusteigen. Mannschaften wie Bochum und Fürth sind gewachsene Teams, die jetzt Erfolg haben. Mag es ein Vorteil sein für Fortuna dieses Jahr, zweite Liga, wenn es denn in der nächsten Saison wieder ein Zweitliga-Jahr wird? Ja, ich hoffe, dass das zum Vorteil wird. Also dieser Wechsel oder dieser Umbruch, der jetzt vor der Saison stattgefunden hat, das war so nicht zu verhindern, das musste sein. Aber das ist natürlich nicht unbedingt förderlich für das Zusammenstellen oder Zusammenwachsen einer Mannschaft. So, das wollen wir reduzieren. Wir wollen nicht diesen großen, großen Umbruch haben im Hinblick auf die nächste Saison. Und das sollte uns helfen. Und auch viele junge Spieler, glaube ich, haben in diesem Jahr einen großen Schritt gemacht und werden eine ganz andere Rolle auch im nächsten Jahr spielen. Und von daher glaube ich, dass wir schon gut vorbereitet sind, wenn es dann in die zweite Liga geht. Ja, und es wäre dann die beste zweite Liga aller Zeiten. Darüber ist schon viel geredet und geschrieben worden, mit vielen, vielen großen Namen. Es gibt nicht wenige Fortuna-Fans, die sich darauf mehr freuen würden, als auf eine Bundesliga-Saison mit Kampf gegen den Abstieg. Was kannst du damit anfangen? Da bin ich anderer Meinung. Also man muss nach dem Höchsten streben. Also und deswegen, wir werden alles dafür tun, auch jetzt noch diesen Schritt zu machen. Also wir sagen nicht, also eigentlich ist es ja schöner, in der zweiten Liga zu spielen. Also dann lass uns das auch mal so geschehen lassen. Nein, wir sollten aus verschiedenen Gründen, sollten wir nach dem Besten streben. Und das ist einfach die erste Liga. Ja, wenn es dann aber so kommt, dann muss man ja auch das Positive der anderen Möglichkeit abgewinnen. Und das ist wirklich wahr. Wir werden eine Zweitligasaison dann eine Gruppe von Mannschaften haben in dieser Liga, die ja außergewöhnlich ist. Das hat es in der Form nicht gegeben. Und dann
dann ist das schön, aber bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, dass es unheimlich schwer wird, dort auch wieder einen der begehrten Plätze, sprich 1, 2 oder vielleicht 3, eben dann zu ergattern. Also das ist nicht nur interessant, sondern auch sehr schwer, das kann man jetzt schon sagen. Schon jetzt wird am Kader für die nächste Saison gebastelt. Das machst du gemeinsam mit Sportvorstand Uwe Klein. Niklas Szypnowski ist bereits der erste Neuzugang. Das ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der seine Klasse, ein Stürmer, in der dritten Liga bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ist er damit eine Art Paradebeispiel dafür, nach welchen Spielern ihr bei der Kaderplanung Ausschau haltet? Paradebeispiel kann man vielleicht Dritte gar nicht. Liga? Ja, kann man vielleicht, ja, sicher. Das ist unser Betätigungsfeld. Also wir werden uns nicht vorwiegend in der Premier League aufhalten und dort unsere Spieler suchen. Dort werden wir sie nicht finden. Oder wir werden Spieler finden, aber die werden wir nicht bezahlen können. Also von daher ist das ein Mittel oder ein Weg, dass wir Spieler aus der dritten Liga, aus unserer U23, aber auch aus unserer Jugend eben ausmachen müssen und dann vor allen Dingen sie weiterentwickeln müssen. So, das wird ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sein, diese Spiele ausfindig zu machen, um sie dann auch an die Fortuna zu binden. Weil das haben wir uns ja schon auf die Fahne geschrieben, was wir gesagt haben, nur mit Leihspielern sollte es in Zukunft nicht mehr gearbeitet werden. Dass das im Einzelfall mal sein kann, und ich meine damit Leihspieler ohne Kaufoption, ohne realistische Kaufoption. Wir müssen nach und nach Werte schaffen für die Fortuna. So, und das geht nur, wenn man die Spieler eben unter Vertrag nimmt und sie rechtzeitig unter Vertrag nimmt, wenn man Jugendspieler oder aus dem Nachwuchsspieler ausbildet, weil in der finanziellen Situation, in der wir uns befinden, werden wir keine großen Ablösesummen zahlen können, werden auch keine außergewöhnlichen Gehälter zahlen können, um ablösefreie Spieler, weil das ist ja dann auch immer, dass man denkt, oh, da ist ja ein Spieler ablösefrei, der ist aber dann preiswert oder den kann sich Fortuna ja erlauben. So ist es ja nicht. Meistens ist es so, dass ablösefreie Spieler dann eben auch das kompensiert haben möchten über ihr Gehalt. Also wir müssen einfach ganz oben im Regal, können wir mal stöbern, können mal schauen und vielleicht gibt es ja wirklich mal eine Gelegenheit. Aber ich glaube, fündig werden wir dann doch weiter unten. Und da ist Niklas sicherlich ein gutes Beispiel. Junge Spieler eben heranzuführen, sie zu entwickeln und mit den Spielern dann auch nach Möglichkeit gemeinsam Erfolg zu haben und sie auch nicht so schnell wieder abgeben zu müssen. So, aber das ist ein Aspekt. Darüber hinaus, das zeigen die Beispiele Bochum, Greuther Fürth vielleicht gar nicht mal so, die auch sehr viel auf junge Spieler dann bauen. Aber Bochum ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, Holstein Kiel auch. Das Element Erfahrung, glaube ich, spielt auch eine große Rolle, gerade auch in der zweiten Liga, wo man es einfach schaffen muss, über 34 Spiele das ganze Jahr über konstant zu sein. Ich glaube, da sind gerade erfahrene Spieler und Führungsspieler, die das schon alles mitgemacht haben, auch von Bedeutung. Und deswegen, der richtige Mix macht es am Ende aus. Kommen wir doch nochmal auf die junge Komponente zurück. Einen Spieler haben wir, Schinter Appelkamp, der wirklich toll auf sich aufmerksam gemacht hat. Kam aus der eigenen Jugend, ist somit eins der Beispiele für die Verzahnung zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profikader. Wie siehst du die Entwicklung in diesem Bereich? Sehr positiv. Erstmal durch die Infrastruktur, die jetzt in Flingern geschaffen worden ist, glaube ich, ist ein großer Schritt gemacht worden. Ein großer erster Schritt, das betone ich. Aber trotzdem sehe ich die Entwicklung sehr positiv. Es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen. Wir sind im ständigen Austausch mit den Trainern, mit Frank Schäfer als Verantwortlichen. Und ich glaube auch, die Entwicklung unserer U23 zeigt, dass wir da schon den richtigen Weg eingeschlagen haben. Viele andere Clubs, jetzt gerade macht das Wolfsburg, sie schaffen die zweite Mannschaft ab. Wir sehen da schon eine Möglichkeit, dort Spieler für uns weiterzuentwickeln. Und die Beispiele, Schinter ist ein Beispiel, aber
Wir haben Jamil Siebert hat jetzt, kommt jetzt eher aus der Jugend, aber ist, hat ja auch zwischendurch in der U23 gespielt. Boris Tomiak, Tiger Lobinger, glaube ich, ist ein gutes Beispiel, die jetzt beide ja zum Kader gehören. Also das untermauert das eigentlich, dass wir da, dass dort gut gearbeitet wird und ja, dass auch die Zusammenarbeit sehr gut ist. Aber nochmals, das gilt für alle Bereiche. Das ist erst ein erster Schritt. Auch da werden wir uns noch weiterentwickeln müssen. Das ist eine ganz besondere Zeit, in der wir uns gerade befinden. Seit anderthalb Jahren wird das Fußballleben auch von der Pandemie bestimmt. Keine Fans mehr im Stadion. Mittlerweile dürfen wir optimistisch sein durch die fortschreitende Impfung. Was bedeutet das für den Fußball im Allgemeinen und für die Fortuna jetzt im Speziellen? Die Tatsache, dass die Hoffnung jetzt dass wieder besteht. Dass die Hoffnung ja, steigt. Ja, ich glaube, dem fiebern wir alle entgegen. Das ist, wir haben uns ja in gewisser Weise schon an diese triste Stimmung gewöhnt. Dass man ins Stadion fährt und steht nicht im Stau und sieht keine Menschen. Im Stadion gibt es keine Fangesänge. Es gibt, die ganze Atmosphäre ist nicht da. Das machen wir jetzt schon ein ganzes Jahr mit. Aber wir wissen auch, dass der Fußball doch ein ganz anderer ist, wenn diese Komponente dazukommt. So, ich glaube, Fußball spielt man nicht nur für sich selbst, insbesondere wenn man Berufsfußball spielt, sondern dann spielt man es eben auch für die Fans, für die Zuschauer. So, und da sehen wir uns nach, dass das so schnell wie möglich wieder geht. Vielleicht erstmal in kleinen Schritten, aber wir haben die große Hoffnung, dass eben mit zunehmender Impfdichte, ich nenne das mal einfach so, dass die Chance eben auch wächst, vielleicht sogar zur neuen Saison wieder in den Normalbetrieb zu kommen. Also also wir wünschen uns das. Wenn ich wir sage, die Verantwortlichen, weil wir natürlich auch den Kontakt zu unseren Fans haben möchten. Wir wollen den Kontakt aber auch zu unseren Sponsoren haben. Und das bleibt ja alles ein wenig auf der Strecke. Man kann zwar sehr viele Aktionen machen, aber trotzdem ist es nicht das, was man eben von früher kennt. So, und unsere Spieler, die sehen sich sowieso danach. Auch wenn es mal den einen oder anderen Pfiff gibt, wenn man mal etwas nicht so gut macht, aber die Freude überwiegt doch, weil man wird schon ganz anders gepusht. Ne? Gerade in einem Heimspiel und gerade hier in Düsseldorf ist es so, dass die Fans uns helfen werden und die ganze Atmosphäre, dass das noch einfach dafür sorgt, dass man noch etwas herauskitzeln kann und dass man noch mehr gefordert wird. Und ja, nochmal zusammengefasst, hoffentlich geht es bald wieder mit voller Kapelle weiter. Ja. Zu einem schönen, gelungenen Stadionerlebnis gehört eigentlich auch immer die Fortuna aktuell, zuletzt nur digital unterwegs, ja. Aber zum letzten Heimspiel gibt es dann auch eine Printausgabe, eine ganz besondere Kooperation mit dem Straßenmagazin 50/50, das ist ja auch nicht das erste Mal. Wie wichtig sind soziale und gesellschaftliche Themen für die Fortuna? Also für uns hat das eine sehr große Bedeutung. Wer sich die Aktivitäten gerade unserer CSR-Abteilung anschaut, die sind vielfältig. Das sind ganz viele kleine Aktionen, die vielleicht kaum wahrgenommen werden, aber die eine große Wirkung haben. Und es sind große Themen, wo sich die Fortuna einfach engagiert, um auch soziale Verantwortung einfach auch unter Beweis zu stellen. Das Impftaxi, glaube ich, war eine schöne Geschichte, die einfach gezeigt hat, wie ein Fußballverein helfen kann. Da ist auf der einen Seite auch dieses Vertrauen, ja, das ist ein Fußballverein, den kenne ich, und auf der anderen Seite ist das Impfen, mache ich das oder ich mache es nicht. So, und wenn das so zusammengebracht wird, glaube ich, dann kann man da insbesondere in dem Fall waren es ja ältere Menschen, glaube ich, ja, einfach tolle Dinge machen. Und ich glaube, dass der Fußballclub Nummer 1 in der Stadt, und ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, das ist die Fortuna, dass das eben auch ein bisschen mehr sein sollte als nur das Spiel am Wochenende in der Arena, sondern ich glaube, die Fortuna muss man auch in vielen anderen Dingen wahrnehmen. Und
oft eben als Beispiel, ein gutes Beispiel für andere sein. Auch, dass wir unsere Spieler, die ja eine hohe Bekanntheit haben und die auch eine große Akzeptanz besitzen, dass die für gute Dinge einstehen und dort eben Vorreiter sind. Das sind alles so Aktionen, die glaube ich, zu einem verantwortlich handelnden Fußballverein einfach dazugehören. Wir haben es eingangs gesagt, du bist fast 8 Monate jetzt bei der Fortuna. Fußball ist ein Tagesgeschäft, aber als Vorstand muss man den Weitblick haben. Wenn du die Fortuna mittelfristig siehst auf der deutschen Fußballlandkarte, wo verortest du sie dann? Ja, gefühlt sind wir Erstligist. Ne? Das ist, aber als Vorstand, ja. Muss man auch die Tradition, die Vergangenheit muss man berücksichtigen, aber man muss natürlich auch die Realitäten oder vor den Realitäten darf man auch nicht die Augen verschließen. Also das mit der Fortuna als Erstligist oder Zugehörigkeit zu den Großen oder im Konzert der Großen in Deutschland, das ist keine Selbstverständlichkeit. So, dafür müssen wir, da müssen wir wirklich die Reihen schließen. Das, was ich zu Beginn gesagt habe, müssen wir sehr viele Aktivitäten müssen wir starten. Wir müssen viele richtige Entscheidungen treffen. Aber was wir auch brauchen, ist die unbedingte Unterstützung aus der Stadt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Stadt Düsseldorf an sich, sondern aus den Menschen in dieser Stadt, unsere Fans, aber auch vom Rest der Bevölkerung und die Medien, die auch dazugehören. Wir brauchen einfach eine positive Grundstimmung für die Fortuna. Da müssen wir natürlich in die Vorleistung gehen. Aber wenn wir das hinbekommen, dann haben wir vielleicht eine Chance. Wenn wir das in den nächsten 1-2 Jahren hinbekommen, dann haben wir vielleicht noch mal eine kleine Chance, diesen Abstand, der jetzt schon zu, ich sage Borussia Mönchengladbach, zum 1. FC Köln und über andere, Borussia Dortmund und so weiter, da muss ich gar nicht reden. Dieser Abstand, der da entstanden ist, da haben wir vielleicht noch eine kleine Chance, diesen Abstand so langsam geringer werden zu lassen. Und da sehe ich die Fortuna. Zu wünschen, glaube ich, wäre es uns sowieso. Also wir wünschen uns das natürlich, dass wir wieder auf der Fußballlandkarte eine Rolle spielen. Das wünschen wir uns. Wer wünscht sich nicht, in der ersten Liga zu spielen, vielleicht auch mal wieder international zu spielen? Ich habe das über so viele Jahre gemacht. Ich weiß, wie toll das ist. Und das ist wirklich auch nochmal das Salz in der Suppe, wenn man im Fußball tätig ist. Also wir wünschen uns das und wollen alles dafür tun. Viel Glück auf diesem Weg, Klaus. Danke.